Was du gegen Hater tun kannst. Ja Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es um Hater und was du bzw. ihr gegen Hater tun könnt. Ja? Zunächst mal, was ist ein Hater? Ich habe ja vor kurzem ein Video gemacht über Miesmacher. Miesmacher sind für mich Leute, die ein Ding mies reden, schlecht reden, aber eigentlich gute Intentionen haben. Eigentlich wollen, dass wir etwas Gutes haben. Ja? Wie beispielsweise der Freund, der uns sagt, wir sollen das lieber nicht tun. Oder die Eltern, die uns sagen, geh das Risiko nicht ein oder whatever. Ein Hater ist jemand wiederum, der extrem negativ ist, der wirklich sehr, sehr negativ ist und der möchte, dass du etwas Schlechtes in deinem Leben hast, der wirklich sehr, sehr negativ emotional ist und wo du wirklich merkst, okay, die Person will nicht, dass ich erfolgreich werde und im Gegenteil, sie freut sich sogar, wenn ich eine bestimmte Sache nicht schaffe. Das ist für mich ein Hater. Und solche Hater findest du auch nicht nur im Internet, solche Hater findest du an allen möglichen Orten. Ja? Kann auch jemand sein, der im Privatleben oder wo auch immer einfach nicht will, dass du Erfolg hast. Ja? Und die Wahrheit ist aber, dass solche Aussagen wesentlich mehr über die Person, über den Hater an sich aussagen als über dich. Ja? Dieser Hater will nur sein Nichtstun, sein Rumjammern rechtfertigen, indem er negativ ist. Ja? Es gibt sogar Leute, die handeln aktiv, also stecken wirklich viele Stunden Arbeit rein, damit du etwas Schlechtes hast. Das sagt aber viel mehr über die Person aus als über dich. Viel, viel mehr. So, das heißt also, das ist überhaupt nichts mit dir zu tun. Das ist die eigene kranke Welt des Haters, die gerade in deiner Realität ist. Ja? Und zweitens ist es auch so, dass es nichts Verkehrtes ist, Hater zu haben. Es ist zwar nervig, ja, aber ich wäre niemals so weit gekommen, wenn ich nicht Hater gehabt hätte, die mich kritisiert haben oder hätten, ja. Das ist so. Du wirst, nur weil ein Hater extrem negativ ist, heißt es nicht, dass es falsch ist, welche zu haben. Jeder erfolgreiche Mensch, jede große Firma hatte Hater, Leute, die es mit Absicht schlecht geredet haben und die sich am liebsten den Misserfolg gewünscht hätten. Siehst du auch in vielen Biografien nach. Und du musst es eben anders nutzen. Du musst das für dich nutzen. Deine Aufgabe ist es nicht, dafür zu sorgen, dass du keine Hater hast. Deine Aufgabe ist es auch nicht, dafür zu sorgen, dich von dem fernzuhalten. Deine Aufgabe ist es, fokussiert zu bleiben, dich nicht abhalten zu lassen. Es ist wie ein Test, ja? Dich nicht abhalten zu lassen, noch mehr Gas zu geben und dafür zu sorgen, dass diese Hater, ja, dass diese Hater sich noch mehr aufregen, ja. Versuch sie mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Das Schlimmste, was du machen kannst für einen Hater, ist ihm zu zeigen, dass du trotzdem erfolgreich bist. Also tu genau das, was sie nicht wollen und gib ihnen Feuer.